Sachs & Danny wird Ihnen präsentiert von EF Sprachenschule. Komm vorbei und informier dich an der Falkenstrasse Nummer 13 in Basel. Unterstützt von Hairsun und Modastyle. Bei mir ist jetzt der Gerhard Schaffroth, auch er verlässt jetzt nach dieser Legislaturperiode das Parlament. Gerhard, wenn du jetzt ein Fazit ziehst, was ist dir geblieben, was nimmst du mit? Es sind ganz viele schöne Elemente, wir haben tolle Diskussionen gehabt, es hat mir gefallen. Ich habe einen Beitrag leisten, ich habe jetzt 4 Jahre mich, glaube ich, sehr, sehr engagiert, um in dem Gebiet, wo ich meine Ausbildung habe, nämlich in den Finanzen, etwas beizutragen. Ich glaube, das habe ich können. Ich habe, glaube ich, einiges zum Denken angeregt und das finde ich sehr positiv. Ich habe dir aber gut zugelassen. Heute Morgen hast du ein paar Sachen gesagt. Wir haben so viele Baustellen. Du hast Strassenplanung angesprochen, du hast Elba angesprochen und hast zu vielem gesagt. Und es ist einfach unbefriedigend. Ja, also es ist der Preis von der Demokratie, dass Leute an der Spitze sind, die halt nicht Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Und die Qualität von dieser Leistung und jetzt auch von dieser Regierung ist natürlich entsprechend nicht die, die ich würde erwarten von einer Geschäftsleitung von einer Novartis. Das ist in Gottes Namen so. Die Entscheide werden oft in meinen Augen nicht schlau gefällt. Man hat die Finanzen eigentlich in diesem Kanton nicht im Griff. Wir könnten einer der reichsten Kantone sein. Wir haben ein gutes Wirtschaftsumfeld. Wir haben praktisch keine Zentrumslasten. Wir könnten es wirklich richtig toll haben. Und trotzdem schaffen wir es, irgendwie den Kanton permanent der Wand entlang zu schrammen. Aber ich merke, der Gerhard Schaffroth hat noch nicht genug. Wie geht es weiter mit deinem politischen Weg? Kommst du in 4 Jahren wieder führen? Also wir haben ja so ein lässiges Wahlsystem, wo man nie weiss, was passiert, wer dran kommt, wer nicht dran kommt. Jetzt sind da 2 gewählt worden, sehr zufällig. Das kann nächste Wahlen genau gleich wiederkommen. Ob ich dann zu viel stand, weiss nicht. Aber mir ist das Anliegen, die Ideen von Grün und Liberal wirklich zu pushen, mich dafür zu engagieren. Und das ist jetzt hier 4 Jahre gut gegangen. Jetzt haben 2 andere haben jetzt hier 4 Jahre wieder Zeit. Die werde ich so gut unterstützen, wie ich kann. Und was in 4 Jahren ist, ist dann wieder etwas völlig anderes. Aber ich glaube, das Engagement, das lohnt sich. Und ich bin dankbar für alle, egal aus welcher Partei, die sich einfach engagieren für den Staat und ihres beitragen, dass wir schlussendlich ein gutes Umfeld haben. Aber wie kannst du denn jetzt nachher wirken? Jetzt hast du direkt das Knöpfchen drücken, hast du dein Votum bringen, nachher kannst du das Knöpfchen nicht mehr drücken, musst du dann alles einfließen lassen über Parteimitglieder, oder wie aktiv kannst du jetzt da noch hinten dran weitermachen? Weil ich spüre wirklich, ich meine, dir kann man jetzt das nicht einfach abstellen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass ich sehr schnell rede und sehr schnell denke und in vielen gar nicht an die Leute herangekommen bin. Das ist mein Problem. Und wenn ich jetzt andere habe, die da vorne dran sind, die sich jetzt auch entwickeln können und ich die kann überzeugen von Argumenten und die bringen es vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen einfacher, kann das am Schluss sein, dass vielleicht sogar noch mehr rausschaut, als wenn ich das selber mache. Bei diesen vielen Verabschiedungen habe ich mir erlaubt, diesmal die sogenannte graue Eminenz von der SP führen zu nehmen, Rudi Brassel. Rudi, eine lange Zeit geht für dich zu Ende. Man hat gesagt, auch in letzter Zeit sei es ein bisschen ruhiger geworden, aber immer der grosse Strateg hinten dran. Wie geht es das weiter? Tust du von der SP weiterhin schauen, in welche Richtung das geht? Tust du es ein bisschen wie hinten dran als der Mentor betreuen? Oder lässt du Politik jetzt einfach fahren? Also ich bin weiter Gemeinderat in Pratteln. Und das für die SP und für Pratteln. Und bin daneben auch im Sekretariat von der SP Basel-Land tätig und wird sicher die kantonale Politik sehr eng weiterverfolgen. Wie ist jetzt das, wenn du dir so überlegst, bis jetzt bist du immer aktiv drin gewesen, du hast direkt hier auch eingreifen, mitmachen. Stellst du dir das jetzt grundsätzlich anders vor? Ist das eher nachher eine Arbeit, wo du im Hintergrund durch die Leute informieren, durch sie auf den Weg bringen? Oder ist das dann anders, dass alle zu dir kommen und sagen, Rudi, was sollen wir machen? Was die anderen machen, weiß ich nicht. Ich werde einfach die Politik weiter beobachten und werde vielleicht das eine oder das andere Mal etwas schreiben oder mit Leuten diskutieren, das auf jeden Fall. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt mich da unbedingt einbringen muss. Die mal ein bisschen abrechnen über die ganze politische Zeit, die du gehabt hast. Was bleibt dir am meisten? Was war für dich das Positivste in dieser Zeit? Und vielleicht auch zum Anfang, wo hart es am meisten, wo denkst, wo ist in all diesen Jahren nichts passiert? Also, wenn ich beim Positiven anfange,
Ich finde, Politik ist etwas unheimlich Bereicherndes. Es ist die beste Weiterbildung. Man kommt in so einem Amt an Informationen an, an Bereiche an, wo man sonst gar nicht davon Kenntnis nehmen kann. Man hat es mit ganz interessanten Leuten aus der Verwaltung, Experten, mit Kolleginnen und Kollegen in der Politik. Und das ist wirklich extrem bereichernd und ich finde das ganz toll. Ich kann da nur Lust machen auf Politik, selber politisch aktiv zu werden, weil so viele Inputs kriegt man sonst wirklich nicht so schnell nicht mehr. Und das andere ist dann die Frage, was kann man bewirken, wo bewegt sich etwas? Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Man kann zum Beispiel schauen, wo ist der Kanton Basel lang gestanden. Vor 16 Jahren, als ich in den Landrat gekommen bin, da hat man positive Abschlüsse gehabt. In der Basel-Stadt hat man damals negative, rote Zahlen geschrieben. Heute ist es umgekehrt. Wie hat es dazu kommen? Was hat dazu beigetragen? Das sind interessante Fragen, aber ich weiss jetzt nicht, ob ich das alles ausbreiten kann. Was gibst du denn jetzt der Partei generell mit, wenn du jetzt kannst den Wunsch für die Zukunft stellen, wo wünschst du dir, wo geht es an? Es hat eine Veränderung gegeben, auch im Landrat, heisst das, dass die Politik von der SP sich wird ändern oder hat das nichts zur Sache? Also die SP ist nicht mehr in der Regierung vertreten ab der neuen Legislatur. Das wird ganz sicher Politik mitprägen. Man ist in einer Situation, wo ein notwendiges, aber sicher umstrittenes Sparpaket ansteht. Auch dort wird es heftige Diskussionen geben. Wo setzt man die Schwerpunkte beim Sanieren von diesem Haushalt? Dort wird die SP sicher die Position der Leute vertreten, die wenig im Portemonnaie haben, die müssen schauen müssen, dass nicht die an die Staatssanierung müssen vor allem beitragen, wo sowieso schon knapp durch müssen. Da werden wir uns stark dafür einsetzen. Wir setzen uns dafür mit unserer Initiative für ein Wohnumfeld und für ein günstiges Wohnen ein. Wir setzen uns ein für anständige, gute Löhne, damit wirklich etwas bleibt zum gut leben. Das sind unsere Grundanliegen und an denen halten wir fest. Da wird es aber Konflikt geben, weil wenn Vermögenssteuern sollen gesenkt werden in diesem Kanton, noch weiss ich zum Beispiel nicht, wie man das finanzieren kann. Rudi, dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt gut sein an dieser Stelle. Ich wünsche dir ganz schöne Sommerferien. Das wäre es gewesen von der Berichterstattung aus dem Landrat. Und ich denke, auch wenn man einen Rudi Brassel antrifft, unterwegs mal für ein gutes Gespräch ist auch alle mal zu haben. Und mit ihm kann man sich richtig gut austauschen. Also, in dem Sinne, schöne Sommerferien vom Landrat.